Das Publikum mag Wavy also nicht. Also wir werden jetzt mehr hören über was Wavy ist, wie man das brauchen kann, wie man das im User Space ausführen kann. Unser Speaker ist Jethro Beekman. Ja, also du hast die Bühne, Jethro. Herzlichen Dank für die Einführung. Also ich bin ein PhD-Student an der UC Berkeley und in meiner großzügigen bemessenen Freizeit mache ich viel Reverse Engineering. Ich habe mir Wavy angeschaut, also der moderne Ersatz für das BIOS. An diesem Tag stelle ich eine Werkzeuge vor, die ihr verwenden könnt, um UEFI Reverse zu engineeren. Von mir und von anderen geschrieben. Das Projekt hat angefangen, als ich eine neue SSD gekauft habe für meinen Laptop. Also wie ihr vielleicht wisst, haben moderne SSDs eingebaute Verschlüsselung. Also ob das sicher ist oder nicht, ist eine gute Frage. Aber also ja, SSD-Firmware zu Reverse Engineering ist ein Talk für einen anderen Tag. Also ich wollte diese Verschlüsselung verwenden mit dem eingebauten Passwortoption der Wavy-Funktion. Also das ist das Passwort, das ich verwenden wollte hier. Also ein ziemlich sicheres Passwort offensichtlich, 64 Zeichen lang. Das schien gut zu funktionieren und ich dachte, ja, meine Festplatte ist verschlüsselt. Und wenn man jetzt sich überlegt, wie könnte das denn funktionieren, dann fällt einem eine Diskrepanz auf, weil so wie das Passwort eingegeben wird und zur Festplatte übertragen wird, wird ein Security Feature Set Unlock Command verwendet. Und wenn man sich jetzt das anschaut, dann sollte das Passwort da 32 Byte lang sein. Also wie kann jetzt das gehen, dass die 64 Zeichen in 32 Byte umgewandelt werden? Weil wenn jetzt mein Laptop kaputt geht und aber die SSD noch geht, will ich natürlich die SSD rausnehmen, in einen anderen Computer einbauen, um meine Daten wiederherzustellen. Also ich habe jetzt das übliche Verdächtige ausprobiert, also das abzuschneiden oder so übliche Hash-Funktionen zu verwenden. Aber diese Dinge haben alle nicht funktioniert. Also dann habe ich mich vorgenommen, da wirklich reinzuknien in dieses Problem. Also könnte das auch im Prinzip einen alternativen Titel dieses Talks sein, wie man 64 Zeichen in 32 Bytes umwandelt. Also was sind die Herausforderungen, wenn man Wavy Reverse Engineering will? Also das Erste, das läuft, wenn man den Computer einschaltet. Also das heißt, man kann nicht einfach einen üblichen Debugger nehmen. Also klar, Leute, die Firmware entwickeln, als hauptberuflich, haben irgendwie ein Werkzeug dafür, aber das funktioniert wahrscheinlich nicht für so ein Consumer-Gerät wie dieser Laptop. Vielleicht kann man das irgendwie emulieren, die Firmware, aber die Hardware wird wahrscheinlich nicht korrekt emuliert, wenn man so ein Emulationssystem benutzt. Also es ist wahrscheinlich nicht so realistisch, das so zu machen. Weil das Wavy eigentlich nur ein großer Prozess ist, also in einem Adressraum läuft, gibt es kein Betriebssystem, also es gibt keine System Calls und es gibt keinen dynamischen Linker und keine dynamischen Symbolen, keine Symboltabellen, die man als Ausgangspunkt nehmen kann beim Reverse Engineering. Bei üblichen Passwortprogrammen im User Space würde man zum Beispiel anfangen mit dem Read System Call, also bei dem beim User angezeigt wird, dass er sein Passwort eingeben soll, aber bei Wavy geht das halt nicht. Obwohl es keinen dynamischen Linker gibt, besteht die ganze Firmware aus 281 Modulen in meinem Fall hier. Also es kann natürlich einfacher sein bei euch. Also diese Module müssen ja irgendwie miteinander zusammenspielen. Also schauen wir ein paar dieser Module an. Also es gibt das UEFI Tool. Das sollte in eurem Werkzeugkoffer dabei sein, jedes Mal, wenn ihr was mit Wavy macht.
go and use UEFI extract, which is. Also ich benutze jetzt hier mal UEFI extract. Das ist ein Kommandozeilenprogramm, das zu diesem UEFI-Tool gehört. Und das erlaubt es, aus diesem Firmware-Blob Zeug zu extrahieren. Also das ist jetzt von der CD geladen. Nach dem Entpacken habe ich diese schöne Ordnerstruktur mit einem Unterordner pro Modul. Wie man hier sieht, ja, es ist eine ziemliche Handvoll. Das ist zum Beispiel System Management Mode Control Modul, Timer Modul. Und jedes Modul hat hier Unterordner mit verschiedenen Abschnitten dieses Moduls. Und eines, das da oft vorkommt, ist das PE32 Plus Image. Das ist das Portable Execution Image. Also das gleiche Format, das Windows für Binärdateien verwendet. Also dachte ich mir, ja, vielleicht kann man die halt ausführen. Ja, das stimmt. Und zuerst schauen Sie uns mal an, was passiert, wenn ein Modul ausgeführt wird. Jedes Modul hat einen Einstiegspunkt, der heißt Main. Die Main-Funktion wird dieser Pointer übergeben auf eine System Table. Das ist ein Struct mit Pointers auf andere Structs. Also zum Beispiel für die Terminals, also Eingabe, Ausgabe und Standard Error. Und eine Struktur Boot Services. Diese Struktur enthält diese Funktionspointer. Zu den Funktionspointern gehört unter anderem Install Protocol Interface. Das erlaubt einem Modul eine Protokollschnittstelle zu installieren, spezifiziert durch eine bestimmte GUID, eine bestimmte eindeutigen Identifier und ein paar Void Pointer für weitere Argumente. Andere Module können dann später die Locate-Protocol-Funktion aufrufen mit dieser GUID und können dann den Pointer auf das Modul erlangen. Die meisten Module fangen daher in ihrer Main-Funktion damit an, dass sie diverse Protokolle laden und danach installieren sie ein oder mehrere eigene Protokolle. All das passiert zur Laufzeit. Das heißt, es gibt ja keine statische Möglichkeit, die Abhängigkeiten zwischen den Modulen sich anzuschauen. Glücklicherweise können wir diese Module vielleicht ausführen, wie vorher schon angedeutet. Diese Module sind schließlich geschrieben worden für die Hardware, die du benutzt mit deinem aktuellen Interface. Das heißt, die haben ein dazu kompatibles Instruktionssatz. Das heißt, man muss nur das entsprechende Interface für die Anwendung dazu bauen. Das habe ich getan mit dem Tool EFIPERUN. Stellt euch das vor, so wie Wine für UEFI. So wie Wine es euch erlaubt, Windows-Programme unter Linux auszuführen, erlaubt es euch, EFI-PRUN UEFI-Module unter Linux auszuführen. EFI-PRUN hat diverse Funktionalitäten. Es enthält viele der Standard-APIs, die bei EFI dazugehören. Es ist sehr einfach, weitere Module für weitere APIs hinzuzufügen. Zur Laufzeit können außerdem fehlende APIs automatisch generiert werden mit leeren Funktionen. Es gibt Annotationen an dem Speicherabbilder, damit man sieht, welcher Teil des Speichers durch welches Modul assoziiert wurde. Man kann das in einem normalen Debugger wie GDB ausführen, die man so kennt. Außerdem, als interessanter Punkt am Rande, ist es das einzige Programm, was ich online finden konnte, das den cross-stdit-arg-Header verwendet. Das ist ein Header, der verwendet wird, Funktionen mit einer variablen Anzahl Argumente über verschiedene Calling Conventions hinweg aufzurufen. Lass uns also anschauen, was passiert, wenn wir ein UEFI-Modul aufrufen. In dieser Demo-Demonstration werde ich einfach ein EFI-PE-Run ausführen auf einem Modul, um zu schauen, wie es mit anderen Modulen interagiert. Ich habe da so ein kleines Ruby-Skript geschrieben, das den Verzeichnisbaum abläuft, den wir gerade eben schon gesehen haben, den wir da extrahiert haben, und das dann auf jedem einzelnen Modul EFI-PE-Run ausführt. Hui, da sehe ich einen Fehler, eine Assertion, die fehlgeschlagen ist, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Das macht immer Spaß. Wie ihr gesehen habt, 281 Prozesse wurden ausgeführt. Die meisten kehren einfach normal aus ihrer Main-Funktion zurück.
Manche davon hängen in der Endlosschleife fest, die werden wir dann automatisch abbrechen. Lass uns jetzt anschauen, was all diese Module, die ausgeführt wurden von EFAP Eron, ausgegeben haben. Wir sehen konnt, gibt es einige SEC-Faults hier, Speicherfehler, was verständlich ist, weil sie vermutlich davon ausgehen, dass der Speicher irgendwie eingerichtet wurde auf eine Art und Weise, was wir natürlich nicht hier getan haben. Aber einige Module funktionieren tatsächlich, wie zum Beispiel der System Boot Manager. Ihr könnt hier sehen, dass das einige Dinge ausdruckt, Informationen über die Version von irgendwelchen Programmen, Copyright-Informationen, fordern ein Protokoll an, das fordert ein Protokoll an, dessen GUID schon festgelegt wurde von der UEFI-Spezifikation. Wir wissen also, was die bedeutet. Und dann ruft es einige Funktionen auf diesem Modul auf und danach startet es ein eigenes Protokoll, ebenfalls ein Protokoll, das von der UEFI-Spezifikation festgelegt wurde. Ein anderes interessantes Modul ist das System Splash Modul. Das können wir hier uns anschauen. Wie ihr sehen konnt, fordert es einige Protokolle an, die nicht von EFIP Eron implementiert wurden. Ihr seht also, wie hier automatisch Dummy-Interface generiert wurden. Und dann stellt ihr fest, dass es einige Funktionen in diesem Dummy-Interface aufruft, in diesem Fall die Funktion Nummer 2. Und weil wir mit dieser Funktion nicht anfangen können, brechen wir einfach ab. Okay, jetzt habe ich euch gezeigt, wie wir diese verschiedenen Module ausführen können. Jetzt können wir anfangen mit dem Reverse Engineering, um herauszukriegen, wie die 64 Zeichen zu 32 Bytes werden. Erinnert euch an dieses Bild von der zweiten Folie. Oben links ist eine kleine Grafik, die angezeigt wird bei der Passwortabfrage. Diese Grafik muss also irgendwo gespeichert werden in dieser Firmware und es muss Code da sein, der diese Grafik anzeigt. Lass uns also schauen, welche Module etwas zu tun haben könnten mit Grafikmanipulation, Grafikanzeige. Stellt sich heraus, dass nur 4 Module Dateinamen haben, die so klingen, als würden sie was mit Grafik oder Bildern tun. Und das erste dieser Module, stellt sich dann raus, ist wiederum aufgerufen von einem anderen Modul namens Lenovo Prompt Servers. Und dieses Modul enthält wiederum in seinem Datenbereich genau das Bild, das wir kennen von dem Passwort-Prompt. Das heißt, wir wissen, dass dieses Modul etwas mit dem Passwort-Prompt zu tun hat. Dieses Modul Prompt Servers ist nur von einem einzigen anderen Modul aufgerufen. Einem Modul namens Lenovo Password CP, das heißt was sowas wie Passwort-Einstellungsmodul, Passwort-Control-Planner. Das wiederum, Lenovo Password CP ruft noch 3 andere Module auf. Lenovo Sound Servers, das ist also ein Ton, der zum Beispiel piept, wenn das Passwort falsch eingegeben wurde. Lenovo Translate Service, der Übersetzungsdienst, das habe ich reverse engineert und herausbekommen, dass es verwendet wird, um ASCII-Zeichen zurückzuübersetzen in die Scan-Codes der Tastatur. Diese Scan-Codes werden jeder Taste der Tastatur zugewiesen. Das ist die Art und Weise, wie die Tastatur, die Hardware, mit dem Rechner kommuniziert. Und schließlich ist da das Modul Lenovo Crypt Service. Das stellt sich heraus, das ist eine Standard SHA-256-Hash-Funktion. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal eine andere Demo an. In dieser Demo werden wir dann angucken, was diese Funktion Lenovo CP-Module genau tut. Also wenn EFI-Run es erlaubt, diesen Modul auszuführen, die zur Laufzeit geladen wird, dann schauen wir uns mal hier dieses Debug-Modul an. Hier gibt es diese 2 Funktionen, die ausgeführt werden. Das ist init, das wird vor dem Modul ausgeführt. Und die zweite wird nach dem Funktionsaufruf ausgeführt. Also zuerst rufen wir hier install irgendwas auf und nachher rufen wir dann call auf. Und die Installationsfunktion hier macht hier einen Stub, Lenovo Crypt Service Protocol. Das ist nötig, denn das übliche Service ruft in Management Mode Hashing auf und das geht halt im Linux User Space nicht. Die zweite Funktion, call Lenovo Password CP HCC, bestimmt die Adresse in der Funktion und
einer Funktion und ruft dann diese Funktion auf. Dann nimmt sie zwei Argumente, in und out. In ist dieser Unicode String MyPassword und out ist dieser Array Buffer hier. Dann wird einfach dieser Puffer ausgedruckt nach dem Aufruf dieser Funktion. Wie ihr hier seht, tut dieser Lenovo Translate Service dieses Protokoll E3 und so weiter installieren. Dann später wird das Passwort-Modul dieses E3, was auch immer, aufrufen. Man sieht hier, dass das Passwort-CP-Modul noch ein anderes Protokoll anfordert, 7.3 irgendwas, das Lenovo Crypt Service-Protokoll, das wir vorher installierten. Dann gibt es hier ein paar Speicheroperationen und am Ende kommt dann Output raus. Also ich habe jetzt diese Funktion reverse engineert beim Offset 8cc. Also tatsächlich ist es die folgende Funktion hier. Es nimmt den Input, das Passwort, und wandelt es in Scancodes um. Und dann wird es gepaddet auf 64 Zeichen. Und dann nimmt man davon SHA-256 Hash und zeigt davon die erste Hälfte an. Also, da ist es. Also wir haben die erste Hälfte reverse-engineert des Passwort-Algorithmuses. Hat mich etwa 3 Wochen gedauert, das Ganze zu reverse-engineeren, und hier ist es. Das ist, was wir gerade gesehen haben, dieser Hash. Dann wird er zusammengehängt mit der Seriennummer und Modellnummer des Laufwerks. Das Ganze wird dann nochmal gehasht und wird dem Laufwerk übergeben. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil wenn man das Passwort auf dem SATA-Bus abhören kann, kann man nur genau dieses Laufwerk entsperren. Und andere Laufwerke kann man damit nicht entsperren, weil die eben eine andere Seriennummer haben. Leider ist der Algorithmus etwas komplizierter. Also der Passwort-Hash benutzt die Scan-Codes, das heißt, da wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden. Und nach dem Hashen wird das noch gekürzt. Das heißt, man hat maximal 96-Bit Entropie in diesem Hash. Also, das ist ziemlich unglücklich. Wobei natürlich die meisten von Menschen gemachten Passwörter weniger als 96-Bit Entropie haben. Also, es ist wahrscheinlich nicht so ein Problem. Dann hier wieder bei diesem Teil vom Hash wird er zusammengesetzt mit der Modellnummer und die Reihenfolge der Bits, der Bytes wird umgekehrt. Also es ist mir nicht klar, wieso das gemacht hier wird, aber es wird halt gemacht. Und möglicherweise ist es, weil 16-Bit-Nummern da reinkommen, aber dann irgendwie mit Bytes umgegangen wird, ist mir nicht so ganz klar. Ja, also diesem Talk habe ich euch gezeigt, wie ihr auch UEFI reverse engineeren könnt mit diesen Tools hier. Und damit könnt ihr eben UEFI-Module ausführen auf eurem Linux-System. Also die Tools sind selbstverständlich unter GPL-Lizenz verfügbar auf GitHub. Und wenn ihr mehr Informationen zu diesen Tools wollt, dann könnt ihr gerne auf meinem Blog lesen. Herzlichen Dank. So, thank you, Jethro. And we have more than 10 minutes of time for Q&A. Question from the internet. Gut, dann gehen wir über zu den Fragen aus dem Publikum. And do we have questions in the audience? Please line up at the microphones. Then we start with microphone 2, please. Thanks a lot for making your tools available. Herzlichen Dank, dass du diese Tools bereitstellst. Ich habe schon Ähnliches erlebt wie du, um solches Zeug zu lösen. Du hast gesagt, SMM ist nicht unterstützt und die Unterstützung in den Long-Modus auch nicht unterstützt. Ist das
etwas, was du vielleicht noch entwickeln willst? Also ich bin definitiv daran interessiert, aber ich bin nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll. Insbesondere der Part mit dem Aufruf in den Systems Management Mode. Den geschützten Modus, 16-Bit zu Long Mode, das ist vielleicht möglich. Auch die Übersetzung in den Long Mode mag noch funktionieren, aber ansonsten weiß ich nicht. Wenn mir jemand helfen will bei der Implementierung, bin ich natürlich sehr offen für eure Unterstützung und dankbar. Okay, and from the internet, please. Yes, the internet wants to know what is the advantage of like UEFI. Was ist der Vorteil von UEFI gegenüber Core Boot? The internet wants to know what is the advantage of UEFI compared with Core Boot, for example. The advantage of UEFI compared to what? To Core Boot. Core Boot is open source. Okay, BIOS replacement. Also das Core Boot, das Open Source BIOS. Core Boot ist UEFI, Core Boot ist die Implementierung. Nein, stimmt, das ist, du hast recht, das ist nicht der Fall. Was der Vorteil ist, ich bin nicht ganz sicher, was der Vorteil ist, aber UEFI ist das, was auf meinem Laptop läuft, deswegen. Okay, microphone 3, please. Hi, thank you for your talk. Hallo, danke für deinen Talk. Hast du andere Firmen schon angeschaut, abgesehen von deinem Laptop? Ich selbst nicht, nein, aber ich weiß, dass andere Leute das getan haben. Okay, 4, please. Thank you for talk. Herzlichen Dank für deinen Talk. How to get the password, wie hast du rausgefunden, wie dieser Passwort-Hash rauskommt mit dieser Kombination mit Seriennummer und Modellnummer? Die kompletten Details findet ihr auf meinem Blog, aber die Kurzfassung ist, es gibt ein Protokoll in EFI, um mit der Festplatte zu reden, über das ATA-Support-Protokoll. Es gibt nur sehr wenige Module, die dieses Protokoll sprechen. Und deswegen habe ich die mir disassembliert und mir genauer angeschaut, was sie tun und was für Kommandos sie an die ATA-Festplatte schicken. Also das Internet will wissen, ob du irgendwelche unerwarteten Bugs gefunden hast und ob es jetzt möglich ist, UEFI zu überprüfen mit Tools wie Valgrind zum Beispiel. Mir sind jetzt nicht wirklich irgendwelche anderen unerwarteten Bugs aufgefallen, aber ich habe auch nicht wirklich gezielt nach ihnen geschaut. Ich habe nur wenig Verständnis von UEFI, aber ich hatte die Idee, in Bootroms reinzuschauen, um also die von Grafikkarten zu extrahieren, von Grafikkarten, die auf Macs laufen. Oh. Und ich habe mich gefragt, ja, diese Grafikkarten, da läuft eben halt im alten BIOS, im Real-Modus. Und ich wollte rausfinden, ob ich da einen Stub schreiben kann, der dann von UEFI geladen wird und dann mein Code dieses Graphics-ROM Boot-ROM ausführt. Also dein Tool würde mir das helfen, das zu bauen, während mein Mac läuft, weil ja, das kann ich halt nicht, wenn der Mac am Booten ist. Ich weiß, also es klingt wie ein sehr kompliziertes Setup. Es könnte sein, dass es möglich ist, ein UEFI-Modul zu schreiben, das tut, was du gesagt hast, aber ich weiß nicht, ob es möglich ist, das auszuführen, während das Betriebssystem auch läuft. Daher bin ich nicht sicher. Wir können uns gerne offline dann noch mehr über deine spezielle Situation unterhalten. Hi. Have you looked into using serial IC? Hast du in serielles ICE dir überlegt, ob man das zur Ausführung von UEFI anschauen kann? Das ist im Prinzip QEMU, aber es leitet alle Hardware-Zugriffe weiter an echte Hardware. Also man kann damit im Prinzip das zurückverfolgen und das auf beliebiger echter Hardware ausführen. Ich habe mir das nicht näher angeschaut, aber es klingt auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Vielen Dank. I see no more questions. Thank you to our speaker. Ja, keine weiteren Fragen. Herzlichen Dank.